Und auch heute eine Legung für dich, und zwar für dich und deine Zwillingsflamme. Denn wir haben heute einen Portaltag und wie du siehst, ich habe euch beide rausgelegt und will einfach mal schauen, was dieser Portaltag für euch mitbringt. Denn wir haben ja heute die Energie im Wandel. Was wird sich wandeln mit dir und deiner Zwillingsflamme? Also neue Richtung, also neue Herangehensweise, neue Richtung, neue Ausrichtung. Ja, ein Stück weit auch von dir, ja. Also du richtest dich mehr auf dieses positive, gute, romantische Gefühl und du hast so eine Aufbruchstimmung in dir. Vielleicht hast du auch so etwas in dir so gespürt, was du auch leben willst und jetzt bist du bereit, also dich wirklich danach auszurichten. Du fühlst in deine Seele hinein und du nimmst auch jetzt wirklich wahr, seit längerem hast du wirklich das Gefühl, dass diese ganze Unruhe, diese Unsicherheit, was du in dir gespürt hast, dass es gar nichts mit hier und jetzt wirklich zu tun hat. Also das hat nichts damit zu tun und du kommst immer mehr in dein Urvertrauen zurück, denn du weißt, also die Sonne ist ja so eine tolle Energie, du weißt ja auch, jeden Morgen geht die Sonne auf und von allen Dingen weißt du auch wirklich, dass das so in einem Schicksalsbuch geschrieben ist und du kannst wirklich darauf vertrauen, denn die Sehnsucht, was du in deinem Herzen fühlst, leitet dich und es geht auch ein Stück weit darum, ja, du fühlst dieses Glück in diesem Moment und also es hat was mit deinen Verstrickungen zu tun bei dir und also in der Liebe. Vielleicht hast du auch ein bestimmtes Muster, die du bis jetzt getragen hast, in dir getragen hast und die willst du auf jeden Fall auflösen und loslassen. Und vielleicht hat das auch wirklich was mit deiner Zwillingsflamme zu tun, denn es kann sein, dass es in der früheren Inkarnation genauso gewesen ist und dass dich das schon irgendwie jetzt unbewusst daran erinnert. Und also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ja, dass der Universum da so ganz dolle die Finger im Spiel hat. Also Potenzial hat das Ganze, also du schaust es wirklich in diese Wandelenergie an und du schreibst es dir tatsächlich auf. Ich habe das Gefühl, du schreibst dir das auf und ja, ist auch cool, ja. Und ich habe das Gefühl, dass du dein Herz öffnest. Du öffnest dein Herz für feste Verbindungen, für feste Liebesverbindungen, weil also es kann sein, dass es in dir diese Blockade war. Und was ich jetzt hier noch generell sehe, also ich sehe hier, der Schlüssel liegt ja bei dir. Und auch deine Verletzungen sind ja bei dir. Und du bekommst diese tiefe innere Weisheit. Und es geht darum, es geht wirklich darum, dass diese Blockade mit Enttäuschung zusammenhängt. Also vielleicht warst du schon mal enttäuscht. Und jetzt wählst du einen ganz anderen Weg, denn du schaust es an und mittlerweile auch deine negativen Gedanken lösen sich auf. Du gehst in eine positive Richtung, das ist so cool. Also ich habe das Gefühl, die Blockade oder diese Hindernis oder diese Herausforderung und diese Zerrissenheit nimmst du wirklich als eine Wegweiser für dich, wo du jetzt momentan noch nicht weißt, in welche Richtung es geht. Und du bist auch noch verunsichert und du hast noch auch teilweise eine Maske und du weißt jetzt auch gar nicht, wie du auch deinen Weg finden sollst. Aber ich habe das Gefühl, dass du mit diesem Wandel mehr in deine Wurzel kommst, in der Verwurzelung kommst und ich habe das Gefühl, dass es in der Tiefe geht mit euch zwei. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit, ja, auch ganz anders sich entwickeln wird, weil also du wirst zu dir selber treu bleiben, das habe ich schon so im Gefühl. Und natürlich hat auch hier dieser letzte Vollmond auch eine, diese Super Vollmond oder Mega Vollmond oder nenn es wie es willst,
hat natürlich auch eine Auswirkung noch auf diese ganze karmische Themen, denn Steinbock ist ja auch ein Sternzeichen, der sehr zäh ist, der sehr widerstandsfähig ist, der sich also keine Hinderung im Weg steht. Also er klettert über steinige Wege und. Also das ist schon wirklich karmische Themen, kannst du gut überwinden mit dem Wandeln, und du arbeitest jetzt gerade daran. Und ich habe das Gefühl, du kommst auch wirklich in diese Anziehungskraft, das erlebst du ganz, ganz anders, und du fühlst dich immer mehr bei dir zu Hause angekommen. Und dieses Risikogefühl, oder dass du halt eine Entscheidung treffen sollst, das ist schon längst geschehen. Denn die Würfel sind schon gefallen. Du willst definitiv den Neuanfang. Und, also auf jeden Fall, du kommst in deine Kraft, also mit diesem Wandel. Und da unterstütze ich dich auch gerne dabei, dass etwas in der Bewegung kommt zwischen euch. Und jetzt ziehen wir auch noch ein Krafttier. Für dich kommt jetzt zwei Karten kommen, nee, drei sogar. Also der Kranich unterstützt dich mit dem Konzentration, denn Hindernisse werden überwunden und eine Reise steht bevor. Du betrittst einen neuen Ring der Kraft, und es geht auch um Erneuerung. Eine Inventur deiner Seele steht an. Sei gut zu dir selbst. Also eine Erneuerung, dass du bei dir auf der seelischen Ebene auch aufräumst und sagst, ja, was früher war, das ist schon lange, lange vorbei. Also ich möchte jetzt hier und jetzt sein, und da entfaltest du auch dein Seelenfeuer. Die Boden des Himmels senden dir lichtvolle Zeichen und verbinde dich mit deinen Engeln. Sie haben dir Wichtiges mitzuteilen. Und wenn du gerne bei meinem Portal-Energiekreis dabei sein möchtest mit deiner Zwillingsflamme, sichere dir einen Platz, da ich nur 7 Teilnehmer nehme. Oh, da ich die magische 7 ausschöpfen möchte, also die Kraft dahinter. Und am 30. 31. hier vor Ort findet ein Seminar statt, also ein Wochenende. Also dein innerer Wächter, aktiviere dein innerer Wächter. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, und ja, melde dich einfach dazu an. Und am 6. und 7. August habe ich auch die mediale Ausbildung. Da hast du noch die Möglichkeit, also kurzfristig dabei zu sein, wenn du deine Medialität entfalten möchtest, wenn du das leben möchtest. Du bekommst richtig wertvolle Tools an der Hand, wo du das, also die Energien auch aktivieren kannst, wie du dich in verschiedenen Dimensionen auch bewegen kannst und vieles, vieles mehr. Schreibe mir einfach. Und an die, die an Reiki interessiert sind, am 10. und 11. September gibt es einen Sondertermin für Reiki 2 Ausbildung. Ich freue mich und sage danke, bis bald.